So, ihr Lieben, ich bin wieder da und weiter geht's. Ich möchte mich für mein bestürzenden, angehendes Verhalten von vorhin entschuldigen. Brauchst du nicht, es war lustig. Erzähl nur niemandem, dass ich auf Penny Haywood stehe. Vor allen Dingen nicht den Dagi LP oder den Lord Voldemort. Deine Liebesgeschichte ist bei mir gut aufgehoben, ist chill. Mich kümmert eher, dass unsere erste Show ein chaotischer, spektakulärer und atemberaubender, deprimierender Erfolg wird. Peeves lenkt die Lehrer ab, doch wir müssen uns Filch vorübergehend vom Hals schaffen. Haben Penny Haywood und du nicht einmal ein Schlafmittel gebraucht, um Mrs. Norris schläfrig zu machen? Wer hat dir das erzählt? Rowan Carner. Oh, Rowan, dafür gibt's richtig Ärger, ich schwör dir. Versteck dich bloß, ich verzauber dich in eine Kröte. Wir teilen ein gemeinsames Interesse an postmodernerer Existenzialis der Fiction. Aha. Wie kommt es, dass du alle meine Freunde kennst, aber mir nie jemand davon erzählt hat? Naja, die Schwestern des Schicksals arbeiten auf sonderbare Weise, Mädchen. Kannst du ein Schlafmittel brauen, das stark genug ist, um Filch außer Gefecht zu setzen? Naja, Mrs. Norris war eine Sache, aber ich weiß nicht, wie es auf einen Erwachsenen wirkt. Es ist deine Entscheidung, aber das Mittel ist harmlos. Und wir wissen, dass Filch dir weitaus Schlimmeres antun würde. Das ist wahr, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es brauchen kann, ohne dass Penny mich anleitet. Ich habe einen Kessel und die nötigen Zutaten mitgebracht, nur für den Fall. Was? Versuch es. Unser vergessliches Publikum wartet. Wie, was jetzt? Soll ich das... Oh Mann. Echt? Jo. Klasse, ich braue es jetzt hier selbst. Ja, klasse! Und damit müssen wir wieder warten. Den einzigen, den ich höchstens erwecken kann, das ist Alfred. Also, sorry, es geht erstmal noch nicht weiter. Also, bis bald, euer Jeremy ist 24/7. Tschüss!